Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Nupsi und Onkel Nupsi nimmt euch heute wieder mit in Conans große Welt. Was ist geschehen? Was ist passiert? Was werden wir tun? Ja, Wolle 158 hat er hier angefangen, sich sein Häuschen zu bauen, gerade rüber seine tapfere Kriegerin. Das waren so die Sachen, die auf der Bills geschehen sind. Wir haben neue Angestellte, alle chic. Die Base haben wir hier, da haben wir um die Plattform hier erweitert. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass wir hier nicht überall hinstellen können, was wir wollen. Hier ist zum Beispiel, ich kriege nirgendwo das Rad der Schmerzen nennen. Na gut, wir werden sehen. Was haben wir heute vor? Genau. Wir wollen heute auf Erkundungstour gehen und das ganz alleine. Das heißt, wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Mal ein kurzer Blick auf die Karte. Wo sind wir? Wir sind hier. Wir sind schon mal bis hier runtergekommen. Das war mit Wolle 158 und seiner Diva. Ich dachte mir heute, hier so ein Stück runter zu dackeln, weil hier oben ist unser Chef. Hand des Schöpfers, genau. Und ich dachte mir, vielleicht kann man sich hier nochmal so eine kleine Zwischenbase bauen. Nichts Genaues weiß man. Ein Versuch ist es wert. Denn wir haben ja immer noch die Absicht, irgendwann mal hier hochzukommen. Also schauen wir mal. Wir dackeln erstmal hier runter, gehen vielleicht dann rechts rum. Mal sehen. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben was zu essen da, wir haben was zu trinken da. Ups. Oh, was ist denn das denn? Also dann haben wir ein eingeborenes Dorf. Das wird wohl nicht schick sein. Hier drüben ist noch Kohle. Spinne ist uncool. Wir haben kein Schild mit. Also Spinne weg. Andere Seite lang. Schöne Täuschen hat er sich da gebaut. Okidoki, hier sind wir schon mal am Wasser.
So weit, so gut. Ach, da ist er schon wieder die Hand. Okay. Das ist ja nicht so weit, wie wir dachten eigentlich. Mal da unten gibt es schon wieder Eisen. Mal nochmal einen Blick auf die Karte. Ja. Das ist nicht allzu weit. Müsste mal sehen, was hier oben los ist. Wir müssen aber auch das Fell mitnehmen, wa? Genau, den Rest können wir ja nachher weghauen. Also das Fell sollten wir schon brauchen. Das gefällt mir sehr schön hier. Ups. Gefällt mir nicht mehr so gut. Da oben sind Nachbarn. Wobei Nachbarn ja immer ganz gut sind. Wenn die mal einen Job suchen, dann könnte man ihnen behilflich sein. Eisen. Noch mehr Eisen. Das ist schon nicht schlecht. Stück rüber. Ich möchte natürlich auch die Verbindung zum Wasser halten, klar. Wo sind wir? Wanks noch ein Stück. Ups, okay. Da sind die Rippchen. Jetzt bloß nicht verlaufen. Kohle.
Wasser. Wasser, unser Lebenselixier. Eisenkohle. Weiter geht's hier. Eisenkohle. Krokodil. Okay, müsste man mal sehen, was man mit so einem Krokodil anfangen kann. Ob wir damit klarkommen oder nicht. Ich werde mich mal hier irgendwo aufhapsen. Ups. Und dann gucken wir mal. Ist ja nicht das Schlechteste. Okay. Ich komme mal zu dir. Okay. Ja, Freunde. Genauso werden wir tun. Wir werden uns mal hier niederlassen. Ich finde das nicht schlecht. Wir packen unsere Häuser aus. Und dann hatten wir doch noch die Schale für die Krustentiere. Quatsch, hier drüben. Oh, Krustentiere. Im Wasser platziert werden, aber meinst du, wo ich hier bin? Okay, wahrscheinlich nur im See. Das ist schlecht, gefällt mir nicht so gut. Ach, schade, schade, schade. Liegt das Ding da einfach rum. Ich dachte, das ist ein Totet. Ja, Freunde, was soll ich denn machen? Also, ich würde immer noch sagen, wir bleiben hier. Nicht hier unten unbedingt. Wir gehen weiter nach oben. Kleines Stück jedenfalls. Da könnte man sich hier auch schon abtrennen. Also, hopp, 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 hier. Na, kickt euch das mal an. So schlecht ist das ja hier nicht. Könntet hier erstmal aushalten. Wir machen uns mal eine Schlafstelle. Und ein kleines Feuerchen. Okay. Und dann sind wir erstmal hier und können von hier gucken, wie es weitergeht. Also wie gesagt, ich finde es hier wirklich nicht schlecht. Also auf jeden Fall, um weiter in den Norden zu gehen, wa? Davon gehen wir ja mal aus.
Wir wollen ja weiter in den Norden. So, wir nehmen mal die 6 und stellen fest, hier können wir nicht pennen. Ach nein, wieso denn das nun wieder? Da können wir schlafen, okay. Die Spawnpunkte, jawohl. Gut, Spawnpunkt aktualisiert. Lagerfeuer gestellt. Alle gut. Da packen wir gleich noch was zu essen drin. Ich habe hier Unmengen an Fleisch. Lebensmittelvergiftung, ich wollte es doch ja nicht essen. Ach, ich bin ja auch doof. Das geht doch so. Dann packen wir da gleich noch ein paar Äste drin. Brauchen wir da ja nicht. Gut, das haben wir geschafft, das haben wir gemacht. So, denn. Ja, dann bin ich ja schon wieder fertig. Dann kann ich ja schon wieder weitermachen hier. Unglaublich, was hier alles drum liegt. Ja, ist wie gesagt nur schade. Schade, schade. Ja, ich hätte natürlich gerne meine Reuse und so auf hier bestellt, dass wir uns erstmal. Ich sag mal autonom, dass wir autonom sind, dass wir da eben mal automatisch unser Essen haben. Aber hier warten jetzt es nicht. So, da drüben haben wir noch ein bisschen Eisen, das holen wir uns mal auch schnell ab. Immer wieder, wenn wir hier unseren kleinen Schluck nehmen. Okay, ich schätze mal, da oben ist auch ein Feindlädlager. Und das war's. Dann nutzen wir die Gelegenheit gleich, um uns zu verabschieden. Leute, schön, dass ihr dabei wart bei unserer kleinen Exkursion. Demnächst geht's weiter. Wir werden hier noch ein bisschen die Sache befestigen und dann geht's weiter Richtung Norden. Denn wahrscheinlich auch wieder mit Wolle und Tiber. Alles klar, schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Sagt schön mit Ö, euer Onkel Noopsi.